hat, denke ich, recht gut gespielt. Ich hatte viele Probleme mit meiner Vorhand, die war leider heute nicht so gut. Ja, jetzt werde ich im Doppel angreifen. Ich gehe immer ins Spiel mit der Annahme, dass es ein sehr schweres Spiel geht. Wird. Wir sind ja bei den Weltmeisterschaften, nicht bei den Kreismeisterschaften. Wir sind alle gut. Natürlich vom Namen her war ich da der klare Favorit. Ich habe überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Das Spiel war stark verzögert, habe gar keinen Rhythmus gehabt. Das Einzige, was positiv war, war am Ende, dass ich gewonnen habe. Und damit gehe ich heute Abend schlafen mit dem Sieg. Es gibt schon noch ein paar Baustellen, die ich zum Glück spüre. Das ist immerhin schon mal etwas. Weiß nicht, völlig fassungslos, wenn irgendwas nicht so läuft, sondern man hat zumindest Ansatzpunkte. Und ja, von daher arbeite ich an mir von Runde zu Runde. Ich hoffe, da ich noch ein paar spiele. Aber wie gesagt, es war ein guter Auftakt, war ein schwerer Auftakt und den musste ich erstmal bezwingen.